Guten Tag, dies ist die Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge von Dansebar. Sie sehen nicht viel, denn es nebelt in diesem Turm. Und ich glaube, ich höre auf, so zu kommentieren, denn das finde ich ziemlich öde. Komm her, Mädel. Es gibt kein Entkommen! Ein Dodo. Für Dodo soll es kein Entkommen geben, oder wie? Dodo ist zugegeben etwas ungemütlich. Aber jetzt nicht hochdramatisch. Und Drufta. Ein Aeroass. Sehr effektiv. Aha. ...25 für Happy und für Fünkchen. Welch ein Albtraum! Okay, du musst es nett sein, ne? Anton! Anton ist cool. Aber cool. Aber halt ein Wasser-Pokémon gerade. Ganz ehrlich, Wasser-Pokémon ist nicht unbedingt das, was ich gerade gebrauchen kann. An Gegnern. Komm her. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Alles klar. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Die Pokémon von Dansen wurden geheilt. Und wir haben ein Schattenglas gefunden. Das stärkt, glaube ich, Unlichtattacken. Haben wir schon das Vergnügen gehabt? Nein. Gib mir deine Seele! Was willst du denn? Ja, meine Seele hat's ja gesagt. Sorry. Ein Barty. Na, Happy, das ist auch nicht deine Sache. Nimm mal Bällchen. Bällchen dürfte sich auch irgendwann demnächst entwickeln, oder? Gar nicht mehr wozu. Ich glaube, das wird so noch zu einem richtig fetten Drachen-Pokémon. Guck mal später. Also guck ich später mal. Das ist vielleicht für die nächste Folge dann noch weiß. Arti wurde besiegt. 288 EP. Teilen sich die beiden jeweils. Puh. Meine Seele wolltest du ja. Etwas muss von mir Besitz ergriffen haben. Ausrede, alles Ausrede. Zombies! Was? Ein Schuppet. Bällchen wollte ich einsetzen. Ja, und ich glaube, langsam aber sicher wird es vermutlich Zeit, Happy doch mal auszutauschen, denn das Moveset ist zwar ganz nett mit den Käferattacken, aber wenn ich ehrlich sein soll, die Offensiv- oder die generellen Werte von Smetbo sind nicht so überragend. Und da würde ich fast überlegen, Lokizuna mitzunehmen. Unser Lavados. Wäre aber halt wieder ein Feuer-Pokémon. Dann auch mit dem Flugnebel. Ja. Schwierig. Erstmal reicht Happy Level 26. 4 KP, 2 Defs. Ja. KP sind okay. Angriff, Verteidigung und so lala. Spezialangriff, Spezialverteidigung. Ich guck gleich nochmal. Ich möchte es gerne mal mit den anderen vergleichen. Happy Bericht. Höheren Angriff als Bällchen. Bällchen dafür viel, viel mehr Verteidigung. Leicht höherer Spezialangriff. Höhere Spezialverteidigung. Höhere Initiative. Dicktri. Ja. Ja, so schlecht sieht Smetbo im Vergleich gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Klar, es ist ein voll entwickeltes Pokémon. Im Vergleich zu den anderen ist es natürlich
wieder so eine Sache. Aber momentan hält es zumindest noch mit. Zumal ja ein Dickdri auch ein voll entwickeltes Pokémon ist. Hat zwar etwas bessere Werte, aber es geht noch. Aber ich glaube, lange wird Happy nicht mehr mithalten können. Was versuchen wir mit Silberhaut? Der Vorteil, den Happy halt hat, ist, dass es wirklich gute Käferattacken hat. Die mir halt gerade gegen Psycho-Pokémon wirklich deutliche Vorteile bringen. Es ist schwierig, ich weiß es noch nicht. Anton! Fällt mir ein. Müsste Anton nicht auch gegen Fehlender anfällig sein? Ja. Anton wurde besiegt. Ja, was heißt anfällig? Das war jetzt nicht sehr effektiv. Was soll's. Wir ziehen weiter. Da unten ist ein Item. Bärensaft. Bärensaft ist, glaube ich, auch so ein Heilungs-Item. 200 oder 50 oder 80? Irgendwie so. 20. Wow. Macht nichts, wir packen es hoch zum Trank. Tag. Ich brauche Blut. Ja, mein Blut kriegst du aber nicht. Rob. Hat Jurob Eis in sich? Ich glaube schon. War jetzt nicht so der Burner. Na dann. Halt die gewohnte Variante. Unser Fünkchen darf die Drecksarbeit übernehmen. Was für viel. Oh, 15. Sehr effektiv für 15. Gott, was habe ich für ein Glück hier. Durchbruch. Noch ein Jurob. Über erst im Luft gefüllt eine KP auf. Jawohl. Noch ein Rückbruch. Erfolge müssen her. Wir müssen endlich den Durchbruch erzielen. Kanimani. Ah. Turtle braucht halt auch noch ein bisschen was. Sind halt immer noch 8 lange Level bis zu Turtok. Turtle reicht Level 29. Ich fühle mich so blutleer und schwach. Buh, buh, buhuhu. Hat sie gesagt. Ich lese nur vor. Ein Smogon. Gift-Pokémon. Gucken, ob wir damit Smetbo was reißen. Käfer war schon mal nicht sehr effektiv. Geowurf macht 50 Fix. Ein Fixjahr? 24? Level. Ah, okay. Alles klar. Pinschnitt. Geowurf ist Schaden gleich Level. Alles klar. Felsgrab vielleicht? Hm.
Na komm, dann lass mal Klon halt ran. Ist mir gerade zu blöd geworden. Das ist nicht sehr effektiv. Was du nicht sagst. Intensität 6 dürfte reichen. Morgen hat Schwebe. Das Ganze ist halt auch nicht so sonderlich effektiv gegen Gift. Aber das ist mir jetzt egal, ich möchte da nicht noch ein Pokémon mit reinziehen. Klon wurde vergiftet. Es ist mir wurscht. Smogon wurde besiegt. So, was hat nun noch? Nichts. Sehr gut. So, dann vielleicht ein Gegengift. Ein Gegengift. Für Klon. Und ein Supertrunk für Happy. Und dann geht's weiter. Was haben wir hier? Guten Tag, die Dame, kann ich Ihnen helfen? Buh, buhuhu. Hat die letzte nicht genau das gleiche gesagt? Lass mal her, Käfersammler. Spoing. Ich weiß nicht genau, was ich von Spoink gerade halte. Nichts. Das war sehr effektiv. Mein Handy chirpt gerade ein wenig. Ich schau mal kurz drauf. Ja, ist nur der HSV. Alles okay. Also nur der HSV. Ja. Okay. Genug. Dann sie hat Schutz gefunden. Ein Zwirrlich. Bällchen. Ein Volltreffer, okay. Spuckball. Sehr gut. Das war very effektiv. Okay. Verschwindet, Eindringlinge! So, dies ist ein Event. Ich darf dieses Pokémon fangen. Der Geist taucht auf. Es ist tatsächlich ein Knogger. Smetbot tatsächlich schon auf der richtigen Fährte? Schauen wir mal. Was hat Boden für Schwächen? Wasser, Pflanze, Eis. Können wir nicht anbieten. Dann fangen wir mit dem Felsgrab an. Geht daneben. Dann switchen wir erstmal über auf den Silberhauch. Schönes, Bodenattacken haben keine Wirkung. Intensität 5 hat keine Wirkung. Was hast du noch? Ja, Stachler kennen wir schon. Komm, Happy, du darfst gerne mal deine Statuswerte ein bisschen erhöhen. Machen wir mal das Felsgrab. Das ist nicht sehr effektiv.
Nogas Initiative sinkt. Nogas war immer schneller. Macht das so lange, bis Happy schneller ist als Knogga. Immerhin, das ist KP für KP. Ich glaube, es ist wirklich nur ein KP, den ich hier Schaden mache mit. Jetzt sind wir schneller, alles klar. Wollen wir nicht noch in den roten... Ah. Er ist schon fehl. Versuchen es weiter. Würde ich halt schon gerne in den roten Bereich schubsen, danke. Konnte man das Knorrer überhaupt fangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Okay, dann habe ich von am Anfang dieses Kampfes bereits Mist erzählt und den Kampf hier viel zu lange in die Länge gezogen. Alles klar, viel ändern, weg damit. Knogga wurde besiegt, Happy erhält 531 Erfahrungspunkte, erreicht Level 27. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange die Aufnahme schon läuft. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Dragossum. Ihre Seele hat nun Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. So, und bevor wir da jetzt hochgehen, möchte ich gerne eine Ebene tiefer und einmal bitte heilen. Sagen wir, machen den Turm in dem Part hier noch fertig. Es sind noch 4 oder 5 Kämpfe, glaube ich. Hallo, Kani Vanya. Verzichte auf einen Kampf. Und übrigens gehört Happy nicht mehr an die Spitze. Bettler. So, bitte einmal heilen. Danke. Ein Quapsel. Ich möchte wirklich gerade auf die Kämpfe. Flucht unmöglich. Quapsel möchte Walzer tanzen. Alter! Oh! Da haut er den Volltreffer raus. Hätte doch einfach auf Turtle wechseln sollen. Tja, das war ein überraschender Verlust, würde ich sagen. Gucken später mal, was wir auf der Bank haben. Möglicherweise kommt Lavados mit. Bin ich nicht in der Lage, vor einem Quapsel zu fliehen, ey. Ich glaub's nicht. Hallo Paras. Ich möchte sie wirklich nicht. Danke. So. Da haben wir jetzt noch ein paar Team Rocket Fuzzis. Was willst du? Warum bist du hier? Ein Dratini. Kein Risiko. Kein unnötiges Risiko. Drache gegen Drache ist sehr effektiv. Und damit wäre es halt sehr, sehr riskant. Natürlich für beide Seiten, aber... Nee, wir müssen ja nicht... Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann lieber so.
Altaria, der nächste Drache. Ero Ass, ja, sehr effektiv. Ich habe halt immer noch die Levelvorteile. Oh, ich bin so froh, dass ich diese Levelvorteile habe. Deswegen sage ich es auch nochmal. Levelvorteil, Levelvorteil, Levelvorteil. Entschuldigung. Ich weiß, es war nicht komisch. Oh, jetzt wird Altaria wütend. Hättest du nicht im Volltreffer landen können, Fünfchen? Nicht sehr effektiv, aber es reicht. 1006 Erfahrungspunkte. Problem mit Lavados ist halt, dass Lavados, glaube ich, noch recht weit hinterher hin erstmal nachgezogen werden müsste. Aber das soll mir recht sein. Fünfchen nähert sich langsam an sicher Level 40. So. Ja, ja, hau ab, du Rockgetrübel. Hast du sogar nur drei Kämpfe, sehr gut. Ich verzichte darauf, das jetzt vorzulesen, einfach. Einfach ein bisschen Progress hier. Hundusta. Feuer und Licht. Ach, ich hätte Schlock nehmen können. Egal. Das ist nicht sehr effektiv. Und der Spezialangriff von Hundusta sinkt stark. So, und... ja, Durchbruch. Kampf ist effektiv gegen Unlicht. Er hat sie von Tränen nehmen können, die wäre effektiv gegen den Feuerpart gewesen. Beides hätte ihn wohl gewonnen. Lanas. Das ist dann noch der Erdeinfall für Happy. Lanas entwickelt sich doch, glaube ich, auch zu irgendwas weiter, ne? Sieht ja aus, als wäre da auch der Kampftyp möglicherweise drin. 784 OP, sehr nice. Sehr nice. Nicer, nicer. Ja, ja, ich halte mich aus euren Angelegenheiten raus. Wenn ich da Bock drauf habe, mich da rauszuhalten. Du wirst niemanden retten. Alla, Entschuldigung. Du wirst niemanden retten, hat er gesagt. Pfiffchen, Unlicht. Unlicht hat Vorteile gegen Psyche und Geist. Ah ja, oh, Lebensschuss. Volltreffer. Die Initiative von Pfiffchen sinkt. Pfiffchen sowieso schon elendig langsam. Und Bällchen erreicht Level 27. Perfekt. Noch ein Schiffchen. Ja, warum wechseln, ne? Na, wobei. Na, beim nächsten Mal vielleicht. Schiffchen setzt Spukball ein. Das ist ja auch interessant. Aktivität hält sich in Grenzen. Pfiffchen wurde besiegt. Welchen hält 270? Und jetzt kommt Magnaien. Weiterentwicklung von Pfiffchen. Und Klon braucht halt auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Von daher
Why not? Intensiviert die Sonnenstrahlen. Okay. Ja, doch, wir wissen es doch. Intensität! Memento Mori. Was geht jetzt? Angriff vom Klon sinkt stark. Spezialangriff vom Klon sinkt stark. Magnaien wurde besiegt. Ja, bitte. Ich meine, wenn er es so opfern will, dann soll mir das recht sein. Dann macht Bällchen halt noch einen Moment weiter. Schiffchen setzt drauf ein, ist aber nicht so nett. Was macht man nicht, Fiffchen? Nein. Nein, Fiffchen. Böses Fiffchen. Ich bin eigentlich der Feuer, oder? Er macht Fiffchen putt. Ich hab nur die Formel mit Team. Doch, ich hab schon Formel mit Team Rocket anzunehmen. Aber ist mir egal. Ja, ich werde nicht umgeschlagen. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Trapossens Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knoggers sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon Clubhaus am Fuße dieses Turms. Danse, du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir helfen, bei deinem Abenteuer helfen. Dann sehr hell, Pokeflöte. Yes, ha. Ich kann damit alle schlafenden Pokémon wecken. Das gibt mir zwei Event-Pokémon gerade, die ich mir holen sollte. Ich hab den Part, glaube ich, jetzt gerade erbarmungslos überzogen. Nichtsdestotrotz möchte ich mein Team eben noch wiederherstellen. Erst einmal nehmen wir das Item ab. Welchen tauscht die Position mit Klon? Und wir werfen einen Blick in den Computer. Pokémon bewegen. Was haben wir denn noch in der Box? Wir haben Schleimer. Wir haben Wurm. Wir haben Pupu. Rührei. King. Burner. Und Lokizune. Level 25. Feuerflug. Werte sind natürlich schon stark, immer vom Verteidigungswert abgesehen. Flammenwurf, Läuterfeuer, Irrlicht und Spiegeltrick. Das ist natürlich schon ein sehr starkes Moveset. Nidoking. Giftboden. Knochen hat Schwertstanz, Säurepanzer, Giftstachel. Es wird auf Lavados hinauslaufen. Und ganz ehrlich, die Verluste sind hoch genug bislang. Alles klar. So. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part der Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke Challenge wieder. Und bis dahin kann ich nur noch sagen, tschüss und ciao, ciao.